Hallo meine Zuckerhasen. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gestartet. Hattet trotzdem ein schönes Silvester. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber hier war ganz schön viel Feuerwerk. Nicht so lange wie sonst, aber trotzdem, also dafür, dass Verkaufsverbot bei uns in NRW geherrscht hat, war dann doch einiges dabei. Ich wollte mich nochmal melden. Und zwar ist heute bei mir Motivation und Schreibtag. Weil morgen geht ja die Arbeit wieder los. Ich habe die letzten 2 Tage ja alles ein bisschen schleifen lassen, aber ansonsten war ich diese Woche total motiviert. Ich habe meinen ganzen Weihnachtskram weggeräumt, ich habe geputzt und aufgeräumt, ich habe Sachen fertig gebastelt, ich habe Sport gemacht, ich habe einiges. Falls ich ein bisschen außer Atem klinge, ich habe gerade auch schon Sport gemacht. Ich wollte euch nur mal kurz zeigen, ich habe nämlich noch etwas fertig gebastelt. Nee, erst fange ich an. Ich habe noch Weihnachtspost bekommen. Tada! Und zwar von meiner total süßen Christina. Und total niedlich. Das hier ist nämlich ein Anhänger. Also den kann man hier so rausnehmen. Und der ist aus Draht gemacht, mit einer Buchseite hinterlegt als Schneemann. Den kann ich mir dann nächstes Jahr an meinen Weihnachtsbaum hängen. Und dann war hier sogar noch was drin. Und zwar so ein total niedliches Armband. Und zwar ist das der Morsecode für Hope. So, seht ihr besser, ne? So. Total süß. Das wollte ich euch unbedingt noch zeigen, bevor ich das auspacke und anziehe. Ja, das finde ich ganz, ganz niedlich. Ich danke dir von ganzem Herzen, liebe Christina. Ich habe mich mega gefreut. Und ich habe nochmal Weihnachtspost bekommen. Guckt mal, ist das nicht putzig? Und zwar hat die Kleine von einer sehr, sehr guten Freundin von mir gebastelt für uns Mädels. Sie war total stolz. Das lag dann irgendwann einfach in meinem Briefkasten. Ich habe mich tierisch gefreut, fand ich total süß. Deswegen wollte ich euch das auch mal zeigen. Niedlich, ne? Ich freue mich ja immer, wenn ich Post bekomme. So, das ist das, was ich noch geschickt gekriegt habe. Und dann habe ich endlich mein Buch fertiggestellt, was nämlich heute eingeweiht wird. Ich hatte ja letztes Jahr so ein cooles Dezember-Daily gemacht. Ich weiß. Aber, also ich wusste, dass ich das dieses Jahr auf gar keinen Fall hinbekomme. Deswegen habe ich mir jetzt ein Buch gemacht, das wollte ich auch schon immer mal machen, mit 52 Fragen durch das Jahr für mehr Klarheit. Das heißt, ein Tag in der Woche, wird dann da was reingeschrieben. Und so sieht das Ganze aus. Ich habe das hier mit diesem total coolen Papier gemacht von Crafters Konsortium, glaube ich, heißen die. Ja, auf jeden Fall musste ich leider noch ein paar andere Blätter damit einbinden. Das heißt, es ist nicht ganz so stringent geworden, wie ich das eigentlich haben wollte. Aber ich mag es trotzdem sehr gerne. Ich habe das Cover gemacht mit zwei, ach, ich zeige euch das mal, zwei aufeinander geklebten Passepartouts, die ich mal von meiner Cousine bekommen habe. Die waren mir einzeln zu dünn. Deswegen habe ich einfach zwei aufeinander geklebt. Damit werde ich auch noch ein paar Alben machen. Das ist ziemlich cool, wie ich finde. Habe das einfach hier mit der Cinch mal wieder gebunden. Habe hier so ein paar Glue, also hier diese Perlchen hier. Ne? Wisst ihr, was ich meine? Diese Nuvo Drops drauf gemacht und fertig ist das Ganze. Und zwar habe ich das alles so aufgebaut, dass ich das nicht beschriftet habe, in welcher Woche das stattfindet, weil ich mir denke, dass ich einfach auch mal zwischendurch was reinschreibe. Das sind 52 Fragen, die ich mir aus dem Internet und aus verschiedenen Büchern rausgesucht habe, die man halt einfach mal beantworten soll, um sich selbst ein bisschen besser kennenzulernen. Ich finde das ganz spannend. Ich bin auch mal gespannt, was da so bei rumkommt. Ja. Mal schauen. Ich fand es auf jeden Fall eine ziemlich coole Sache. Ihr wisst ja, ich beschäftige mich immer wieder gerne mit Persönlichkeitsentwicklung und da gehört das dazu. Hinten habe ich noch 10 Seiten gemacht, mit einfachen Notizfeldern, wo ich dann einfach, wenn ich auf irgend so einer Seite zu wenig Platz habe bei dem, was ich da reinschreibe, hier noch ein bisschen weitermachen kann. Da steht auch immer zu wenig Platz auf Seite so und so. Ja. So sieht das ganze Schnucke-Ding aus. Also eigentlich ganz easy peasy gemacht. Falls irgendwer Bock drauf hat, das auch zu machen. Ich kann euch gerne die Fragen so auf diesem Maß. Ja. Nee, jetzt muss ich mal gerade mein Lineal nehmen. Ich bin natürlich mal wieder nicht vorbereitet. Und zwar habe ich die Seiten gemacht auf 22,5 mal 22,5 und die Einlagen dann auf 21 mal 21. Ich habe das auf DIN A4 gedruckt und dann einfach den Rest abgeschnitten. Fertig. Ja, also falls ihr Bock habt, ne, ich kann euch das gerne als Word-Dokument schicken. Und ja, für diejenigen, die da vielleicht Lust drauf haben,
Wer weiß. Könnt ihr mir einfach eine E-Mail schreiben, dann schicke ich euch das. Könnt ihr euch so ein schickes Buch machen. Das ist ganz schnell gemacht eigentlich. Und ja, ich bin auf jeden Fall mehr gespannt drauf. Freue ich mich schon sehr. Und dann hatte ich ganz viel Restpapier davon, dass ich, das waren halt alles 30 mal, also 30, 12 mal 12 Inch Blätter. Und dann hatte ich ganz viele Reststreifen und wollte die aber nicht wegschmeißen, weil das ja gutes Papier ist. Und habe daraus einfach ein paar Kärtchen gewerkelt und habe die einfach, diese Streifen in der Mitte gefalzt, ein bisschen zurechtgeschnitten, hier so ein weißes Teilchen reingeklebt zum Beschriften und mir dazu dann jeweils noch aus Restpapieren, die ich hatte, Umschläge gemacht, passend dazu, in der passenden Größe. Und habe auf den Kärtchen natürlich, weil ich ja immer so für Resteverwertung bin, Sticker benutzt, Perlchen benutzt, alles so angefangene Sachen. Vor allen Dingen hier diese Sprüche, die ich noch hatte, die ich mir irgendwann mal bestellt habe, die sind da zum Einsatz gekommen. Ja, und so habe ich dann halt die ganze Zeit weitergemacht, hier in einer kleineren, im kleineren Format, weil das auch manchmal reicht, einfach so als Beigabe zu einer Post oder sonstigem. Das sind ganz schön viele geworden, ich zähle die jetzt nicht. Und dann habe ich natürlich, weil ich Papier für die Umschläge brauchte, wieder Reste. Und zwar sieht das Ganze jetzt so aus. Das sind zwei verschiedene Formate. Einmal, ich glaube, 12x15, nee, doch 12x15 und einmal 14x14. Und ich möchte aus diesem ganzen Papier ein einziges Album machen. Ja, ich habe schon eine Vorstellung, vielleicht fange ich das heute noch an. Sobald es fertig ist, werde ich es euch zeigen. Ja. Ich bin auf jeden Fall heute schon schwer motiviert. Ich habe nämlich einiges zu tun. Ich habe ja, also jetzt mein Sonntagsritual wird jetzt immer dieses hier sein, wo ich dann halt mir wirklich dann Zeit nehme, da mal reinzuschreiben. Ich habe immer noch meinen Budgetplaner, wo ich alles eintrage, was ich an Geld ausgegeben habe. Dann habe ich noch ein unbenutztes Notizbuch, das ich jetzt wahrscheinlich einfach für irgendwas nehmen werde. Ich habe noch nicht so eine richtige Ahnung. Ich finde es wunderschön. Es ist von Paperblanks und ich liebe diese Dinger einfach. Aber ich weiß noch nicht so genau, wofür ich das benutze. Aber es wird eingeweiht. Und dann habe ich ja noch mein Tagebuch, wo ich, also eigentlich ist es kein Tagebuch, weil ich schreibe nicht jeden Tag rein, sondern immer nur, wenn ich merke, dass meine Gedanken sich die ganze Zeit um ein bestimmtes Thema drehen, dann schreibe ich das auf. Aber das ist auch schon relativ gut gefüllt. Ja, da ist auch schon einiges dazu gekommen. Und dann habe ich noch einen kleinen Taschenkalender, wo ich jeden Tag zwei Sätze reinschreibe, wie der Tag war und was mich bewegt hat. Also ich schreibe dann zum Beispiel auch da rein, dass ich in den letzten beiden Tagen mega faul war und mein Sportprogramm einfach nicht durchgezogen habe. Deswegen habe ich das heute, wo eigentlich mein Ruhetag war, beides nachgeholt. Ich war laufen und habe noch Krafttraining gemacht. Wer faul ist, muss leiden, sage ich dazu. So, das wollte ich euch nur noch zeigen. Ich hoffe, wie gesagt, dass es euch gut geht. Ich hoffe, ihr habt Bock auf das Album, was entsteht, weil ich überlege, ob ich ein Tutorial dazu machen soll. Ich muss mal schauen, wie es klappt. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall, dass euch gut geht, dass ihr alle gesund seid, dass eure Familie und eure Freunde alle noch total fit sind, dass ihr noch nicht in irgendwelche Depressionen verfallen seid, was ja ziemlich gefährlich ist bei der jetzigen Lage, gerade wenn man alleine wohnt. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr eure eventuellen Ziele, die ihr euch gesetzt habt für das neue Jahr, erreichen werdet. Und dann hoffe ich, dass ihr mir weiter treu erhalten bleibt. Ich hab euch lieb und sag bis dahin. Tschüss!